Es ist für mich kein Beruf, es ist eine Mission. Sowas kann man nicht einfach aus Büchern lernen. Christian Prudhomme, 52 Jahre alt und seit 2007 Direktor der Tour de France. Wie seine Vorgänger hat auch er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich liebe die Tour de France schon seit ich ein Kind war. Seit mein Vater das Radrennmagazin Miroir du Cyclisme nach Hause brachte. Seitdem ich die erste Einfahrt auf den Champs-Élysées mit meiner Mutter und meiner Schwester miterleben durfte. Als Bernard Thévenet im gelben Trikot und Eddy Merckx im Regenbogentrikot einfuhren. 2006 war es auch auf den Champs-Élysées, wo Christian Prudhomme bei der letzten Etappe der Tour seinen Vorgänger Jean-Marie Leblanc, wie er ehemaliger Journalist, ablöste. Dass ehemalige Journalisten die Direktion der Tour de France übernehmen, scheint fast schon eine Tradition zu sein. Schon 1903 war es ein Journalist, Henri de Grange, Direktor der Zeitschrift Lotto, der mit der Tour de France das größte Radrennen der Welt ins Leben rief. Auch sein Nachfolger kommt von der Presse. 1947 ist es Jacques Caudet, der der Tour de France, kurz nachdem er die Sportzeitschrift L'Équipe gegründet hat, zu neuem Glanz verhilft. Man macht sich oft über unsere lyrischen Beschreibungen beim Berichten über die Tour de France lustig. Doch ich denke, das ist ein Fehler. Denn das sind genau die Gefühle, die einem vermittelt werden, wenn man die Tour de France kennt und liebt. Jacques Caudet, 45 Jahre lang Direktor der Tour de France. Sein Mitarbeiter Félix Lévitan und später Jean-Marie Leblanc und Christian Prudhomme haben die Tradition der Journalisten bei der Tour weitergeführt.